hinkommt zu Orten, die man normalerweise gar nicht als normaler Mensch betreten kann. Zum Beispiel waren wir mal in Braunschweig und Wolfsburg eingeladen zu einem Kammermusikpodium. Da sollten wir mal ein bisschen andere Musik bringen als das, was die da sonst normalerweise hören. Dann haben wir, und da komme ich jetzt zu unserem nächsten Gast hier, einer unserer größten Auftritte, der war in der Colorline Arena. Die Freezers hatten uns mal gefragt, ob wir nicht mal, als sie so eine kleine Phase hatten, wo sie Unterstützung brauchten, ob wir nicht mal mit den Freezers eigenen Trommlern da ein bisschen aufmischen in den Pausen, haben wir zugesagt, und da kann jetzt Thomas was dazu sagen. Ja, danke Kollege, dass du mir das Wort gibst. Ja, es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe dort als Freezers-Trommler im Fanblock gestanden und wir haben dort häufiger eben die Freezers mit angefeuert, aber ich wollte mich auch gerne ein bisschen musikalisch weiterentwickeln und sah dann also die Samba-Gruppe Virada da. Das sind auch die also befreundeten Gruppen aus Mölln und Lübeck mit dabei gewesen und ich fand die Musik also so toll, ich habe gesagt, da musst du jetzt mitmachen, das muss irgendwie so für dich ein fester Bestandteil werden. Und ganz besonders toll fand ich, dass Nadine, die heute leider nicht mit dabei ist, neben mir gestanden hat und wir haben uns also gleich gut verstanden und sie sagte, ja, hast du nicht Lust, mal so mitzumachen und so. Und dann haben wir lange nach einer Visitenkarte gesucht und nächsten Montag bin ich dann zum Übungsabend bei Virada gewesen und bin dann auch gleich dabei gewesen und habe gesagt, das ist einfach toll, macht Spaß. Ja, und da sind danach natürlich noch ganz viele andere Auftritte mit dazugekommen, wo ich mich natürlich dann auch musikalisch weiterentwickeln konnte. Zum Beispiel eben halt auch, wir hatten das noch nicht angesprochen, aber die Workshops, die in Berlin mitgemacht werden beim Samba-Syndrom oder auch in Scharbeutz, was jetzt ganz neu auf dem Programm ist seit 3 Jahren, wo wir mit anderen Gruppen auch zusammenspielen, aber auch immer unsere Fortbildung haben. Foi muita coisa agora, não sei se eu vou conseguir, mas a gente continuamos a falar, vamos dizer assim, dos pontos altos, né? E entramos agora numa parte onde que os vamos dizer, membros mais novos do grupo, como que eles chegaram até o Virada, né? O Thomas acabou de contar, nós tivemos uma apresentação, um show, qual é o nome do hockey, né? Colorline. Colorline Arena. É um ice hockey. Ice hockey. E lá o Thomas escutou a gente e se interessou e perguntou se podia participar, como é que era. E nós convidamos, acontece sempre assim, em geral as pessoas vêm a gente em algum lugar tocando e perguntam se podem participar. E eles têm então que participar, vir para o grupo uma vez no nosso ensaio e ver se eles conseguem, vamos dizer assim, apanhar o ritmo, né? Apanhar o ritmo, o gingado brasileiro. Bom, e até hoje ele está no, vamos dizer assim, no grupo. Sind wir wieder etwas reduziert. 2 unserer Frauen sind wegen Schwangerschaft und anderer Gründe leider ausgestiegen, vielleicht auch nur vorübergehend. Auf jeden Fall haben wir beschlossen, dass wir auch wieder ein paar neue Mitglieder aufnehmen können. Also wenn da ein gewisses Rhythmusgefühl vorhanden ist, gerne mal bei uns melden und auch ruhig mal 1-2 Montage, das ist unser Übungsabend, vorbeikommen und gucken, um zu beschnuppern. Wir werden dann rausfinden, ob das passt. Super.